Feuerwehr Hannover wurde hier gegen 15.05 Uhr in die Grabbestraße im Stadtteil Fahrenwald zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine massive Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss erkennbar. Kurze Zeit später zündete das Dach durch, sodass wir hier vor einem offenen Dachstuhlbrand stehen und einen massiven Kräfteansatz aufgefahren haben. Die Hauptaufgabe ist hier die Brandbekämpfung, deshalb haben wir vor Ort drei Löschzüge und diverse Sonderfahrzeuge, wie im Hintergrund die Teleskopmaskine zu erkennen. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Verhinderung der Brandausbreitung auf die Nachbargebäude. Deshalb setzen wir vermehrt Wasser ein und kontrollieren die Nachbargebäude mittels Wärmebildkameras, um die Brandausbreitung zu verhindern. Im Einsatzverlauf verletzte sich leider ein Feuerwehrmann, der auf der Rückseite vom Gebäude von einem Gerüst fiel und ins Krankenhaus transportiert werden musste. Der Einsatz wird jetzt hier noch eine gewisse Zeit dauern, um das Dach aufzunehmen und sämtliche Glutreste abzulöschen, mit der Oberprämisse, die Brandausbreitung auf die Nachbargebäude zu verhindern.